kaputt. Und deswegen bitte ich euch, jedes Jahr euer Bestes zu geben. Damit schritt der Chef davon. Böse Zungen würden behaupten, dass er nicht einfach davon ging, sondern vielmehr nur seine Plauze spazieren führte und dabei möglichst vielen seiner Mitarbeiter auf die Nerven ging. Nicht jedoch Terry. Denn Terry war stets ein fleißiges Arbeitsbienchen, das nur selten an den Chef geriet. Und wenn, dann immer eine Möglichkeit fand, das Missverständnis aus der Welt zu schaffen. Wohl einer von den vielen Gründen, warum niemand seiner Kollegen ihn wirklich leiden konnte. Nicht, dass er das in seiner nur allzu naiven Art je spitz bekam. Oh Mann, der Typ geht mir auf die Nüsse, murmelte einer von ihnen, Jack um genau zu sein, und bekam dafür reichlich Zustimmung. Normalerweise hätte Terry dafür jetzt eine passende, halbherzig gemeinte Ermahnung parat. Nicht jedoch heute. Denn dafür war ihm seine gute Laune zu schade. Abgesehen davon war Jack der Einzige, der ihn noch halbwegs aufrichtig nett behandelte. Denn auch wenn er das nicht bemerkte, spürte doch irgendein Teil in ihm instinktiv, wenn Menschen sich ihm nicht allzu wohlgesonnen zeigten. So leicht sollte der Fleißige jedoch nicht davonkommen. Was denn? Heute kein Kontoauflage? Darüber lächelte Terry jedoch nur gutmütig, während er leicht dahin sagte: Nein, Jack, heute nicht, denn heute beginnt die Weihnachtszeit. Die werde ich mir ganz sicher nicht vermiesen lassen. Auch nicht von einem alten Kriegskram wie dir. Der andere schüttelte mit einem Grinsen den Kopf, verdrehte aber gleichzeitig die Augen. Du schon wieder? Lass mich raten. Weihnachten ist genau dein Ding, was? Die Frage war überflüssig, da er die Antwort bereits kannte. Immerhin sollte dies nicht die erste Weihnachtszeit sein, die sie zusammen verbrachten. Und dennoch führte sie diese Diskussion jedes Jahr wieder und wieder aufs Neue. Allerdings, bestätigte Terry, es ist die einzige Zeit, in der die Menschen völlig belanglos einfach mal ein wenig nett zueinander sind, in der sie trotz der herrschenden Kälte ihre warme Seite zeigen. Natürlich galt das bei weitem nicht für alle, doch immerhin für eine genügend große Menge, dass ihm für einen gewissen Zeitraum das Gefühl gegeben wurde, in einer besseren Welt zu leben. Nett, lachte der andere. Warm? Oh Mann, du bist mir echt einer. Dieser eine konnte allerdings nicht mitlachen. Warum? Was ist so schlimm daran, sich einfach ein bisschen Herzensgüte zu wünschen? Jack zuckte mit der Schulter. Nicht, schätze ich. Ich verachte nur diese Heuchelei. Sein Gesprächspartner verstand nicht ganz. Heuchelei? Ja, weißt du, meine Familie zum Beispiel. Die hassen sich alle zusammen bis aufs Blut. Jeder einzelne von ihnen. Aber an Weihnachten, ja, an Weihnachten lieben sie sich natürlich, weil man das so von ihnen erwartet. Dann haben wir uns für ein paar Tage ganz doll lieb, nur um uns nach den Feiertagen dann wieder bei jedem Zusammentreffen anzugiften. Ich hasse das. Warum können sie nicht einfach wie sonst auch ehrlich zueinander sein? Darauf wusste Terry auch keine Antwort. Allerdings beschäftigte ihn jetzt auch etwas gänzlich anderes. Immer noch mit einem Lächeln auf dem Gesicht, das jetzt jedoch ein wenig gezwungener wirkte, erwiderte er. Muss schön sein, eine Familie zu haben. Oh, tut mir echt leid, das war gedankenlos von mir. Der andere schüttelte milde den Kopf. Schon okay, Jack. Er blickte zur Uhr, die an einer Wand im Pausenraum hing. Wir sollten langsam rausgehen. Die Türen werden jeden Moment geöffnet. Das entlockte dem anderen lediglich ein mildes Seufzen. Kann's kaum noch erwarten.
Hallo, lieber Hörer. Wenn dir die Creepypasta gefallen hat und du keine Creepypasta von mir mehr verpassen möchtest, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen.